Während das jetzt leer gepumpt wird, was ja doch noch etwas dauern könnte wegen dem zweiten Tank da. Haben wir eine Fünferpumpe? Ja, haben nur Vierer. Also während das hier leer gepumpt wird, was natürlich eigentlich auch ein bisschen doof ist von mir, fällt mir gerade auf, weil währenddessen wird halt kein neues Eisen eingeschmolzen. Was? Wo gehst du hin? Achso, du bist für Stahl, ne? Ja, also Stahlproduktion ist davon jetzt unabhängig. Das geht so weiter. Ja, also während das jetzt am Rumwuseln ist und Leergehen ist, kann ich ja hier oben schon mal die Strukturen anfangen für die Roboter-Chip-Versorgung. Also, wir würden gerne... Wo sind diese Gussdinger? Das wäre echt schick, wenn die anders aussehen würden. Ach, die sahen sogar anders aus, ne? Ich habe noch gerade keine. Da? Und da. Zwei Stück erstmal. Dann brauchen wir gleich wieder neuen Clay. Oder woran hapert's? Circuit Mold? Ja, Clay fehlt. Okay. Circuit Presser. Presser. Wieder keine Mitte. Wir brauchen... Also für die Grünen brauchen wir nur Kupfer und Eisen. Das ist okay. Für die Roten bräuchten wir dann schon Plastik. Was wir ebenfalls über Roboter lösen könnten. Hier unten wäre Plastik. Das kommt hier Eisen aber nicht in flüssiger Form an, sondern in Plattenform. Also ich überlege mir gerade, die Chips für die Roboter vielleicht doch irgendwo anders hinzusetzen. Weil wir halt auch Schwefelsäure später noch brauchen, aber... Dann müssten wir das flüssige Eisen wieder nach ganz hier unten setzen. Also egal, wie wir es machen, es ist nicht gerade praktisch. Das heißt, ich pappe es einfach hier oben hin und mache dann wieder mit Tiere-Schlangen und unterirdischen Rohren. Das ist schon okay. Also ganz links hauen wir mal dich dahin. Du stellst bitte her grüne Chips. Du brauchst Kupfer und Eisen mehr nicht. Ja, jetzt haben wir die doppelte Versorgung. Du hättest gleich rote Chips ganz gerne. Das heißt, da kommt jetzt Eisen hin. Oh, du bist leer. Haha, sehr schön. Wo ist mein toller Tank? Da. Oder tollerer Tank. Oh, du bist der falsche. Lila? Auch Stahl. Ja gut, das machen wir jetzt fix. Gib her, gib her. Davon ein. Ja, Stahlvorrat ist nicht so wirklich groß. Müssen wir uns auch bei Zeit mal drum kümmern. Aber jetzt haben wir gerade andere Dinge zu tun. So, das heißt... Da, was soll's. So, die füllen sich jetzt wieder fleißig. Gut. Dann brauchen wir von hier Eisen. Von da... Können es auch von da, aber hier haben wir eh schon eine Pumpe. Ja, ich glaube, ich mach's lieber hier hin. Da. Runter und nicht wieder hoch, weil wir keine Rohre haben. Ja, gut. So. Irgendwo ist ein Angriff. So, das hätten wir schon mal. Kupfer. Ja, Kupfer holen wir auch einfach direkt von hier. Haben wir auch schön Platz für eine Pumpe. Oder zwei. Ja, nee, haben wir nicht. Okay, hier könnten wir direkt eine Pumpe hinmachen. Aber so wie mir das jetzt in den Kommentaren erklärt wurde, scheinen die Pumpen nur dafür zu sorgen, dass die Felder vor ihnen mehr beinhalten können. Also es ist eine Schubswirkung nach vorne, nicht eine Saugwirkung nach hinten. Aber das muss ich nochmal genauer angucken. Also ihr bekommt jetzt schon mal beide das, was ihr braucht. Das ist gut. Auch wenn Kupfer viel zu wenig ist. Vor allem habe ich den Verdacht, da kommt gar nichts an. Mach mal so. Genau. Du brauchst jetzt noch Plastik. Dafür bekommst du eine Kiste. Da. Requestar Chest. Die Kisten tun wir mal unten hin. Wir brauchen dann auch noch die roten Kisten. Noch eine davon.
So, du hättest gerne Plastik. Zwar 100 Stück. Und ein Ärmchen. Und das reicht dann schon. So, ich brauche jetzt erstmal die Gewissheit, dass Plastik auch eingelagert wird in Bitschönkisten. Dann brauche ich Clay. Das war unten beim Sand irgendwo. Dann war hier wieder irgendwo eine... Genau, da ist wieder ein Fehler aufgetreten durch so ein Knödelchen. Da sind noch mehr Knödelchen. Das Knödelchenproblem müssen wir auch bald beheben. Weil es ja doch immer wieder passiert. Und da ist der Clay. Her damit. Oh. Inventar ist voll. Ja. Weg mit Knödelchen. So. Ich verstehe nicht ganz, wie da überall noch was durchkommen kann. Aber na gut. Die anderen Gussdinger. 1, 2. Du da. Hier, nimm mal Plastik. Achso, ihr braucht auch beide noch die roten Kisten. Rote Kiste. Und es ist gar nicht im Fluggebiet der Roboter. Ja, das ist das nächste Problem. Also brauchen auch noch einen Roboport. Und normale blaue Ärmchen? Warum baust du eine Kiste? Nein, normale blaue Ärmchen. Die alle auch grüne Chips brauchen. 200 mal eben instant fertig. Das ist sehr schön. Brech die mal ab und baue die gleich mal neu mit den ganzen Chips, die wir jetzt haben. So, schon besser. Das war das eine. Und davon noch 2. So, du machst jetzt blaue Chips. Du brauchst ebenfalls Eisen. Sehr. Ja, gucken wir mal. Oh, da kommt wieder ein bisschen die Mauer. Ist okay. Eisen. Ich nehme es einfach von da. Hä? Ist jetzt gefühlt so ein bisschen einfacher. Nimm mal da für eine Pumpe Platz. Darunter wir durchlaufen können und wir werden gleich von der nächsten Seite angegriffen. Wir sind echt jetzt schon fast durchgehend am Angeln gegriffen werden. Aber Strom hält sich, also ist okay. Schwupps. So. Dann hättest du gerne auch noch Kupfer. Wir brauchen wieder Untergrunddinger. Untergrundding. Oh, da oben ist Schwefelsäure. Ach, jetzt hat sich das verändert hier. Das ist nicht gut. Ja, jetzt müsst ihr erstmal wissen, was wir für die anderen noch brauchen. Was brauchen wir für Lila? Ja doch, so geht das. Dann kriegst du von da Eisen, hier kriegen beide Kupfer. Dann kriegen wir da nochmal Eisen. Deswegen wir hier wieder umbauen müssen. Das ist auch kein Problem. Und Schwefelsäure kommt dann einfach von hier unten irgendwo bis nach da und splittet sich dann da auf. Ja, okay. Also du einen nach vorne. Du nach da. Dann du darüber. Das brauchen wir nicht. So. Kupfer ging darunter hier hoch. Da rein. Fehlt nur noch Schwefelsäure, ne? Ja, okay. Ärmchen. Rauslegen, rauslegen. Oh, sehr schön. Gib mal her. kriegst du auch mehr Plastik dafür. So. Und ich kann hier auch überall durchlaufen. Naja, fast. Gut. Plastik. Plastik. Warum kommt da kein Kupfer an? Wahrscheinlich, weil wir kein Kupfer haben, ne? Ja, doch, ein bisschen was haben wir. Wir können da allerdings nicht so wirklich eine Pumpe reinsetzen.
Weil Pumpe heißt immer, es kommt aus einem Feld und es wird zu einem anderen hingepasst. Es gibt keine Splitterpumpe quasi, die wir hier hinsetzen könnten, dass sie von da Flüssigkeit ansaugt und nach da wegschiebt. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber ich kann mal was testen. Ich könnte da eine Pumpe hinsetzen. Ja, so geht das. Was wahrscheinlich immer noch nicht so viel hilft, aber... Kupfer, Kupfer, Kupfer. Doch, hilft. Jo, sehr schön. Okay. Wir brauchen Schwefelsäure von unten. Und, achso, wird alles da abgefangen. Okay. Scheint aber auch schon weniger zu werden. Also ich sollte mich bei Zeiten auch mal wieder um das Eisenfeld kümmern. Und da sind schon wieder tierisch viele Knödelchen. Ich verstehe das nicht. Gib mir... Achso, die könnten ja auch direkt von da kommen, ne? Mach mal hier eine Knödelchen-Abfangkiste. Du nimmst nur Knödelchen. Die wieder irgendwo doof versteckt waren. Da. Da. Shift rechts, Shift links. So. Jetzt sollte kein Knödelchen mehr durchkommen können. Hoffe ich zumindest. Werden wir erst später sehen. Kann das noch zu irgendwo? Oh ja, hier ist noch mehr. Sogar eine ganze Reihe von Knödelchen. Da sind noch welche. Das scheint okay zu sein. Scheint okay zu sein. Ja, sehe jetzt gerade keine mehr. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte einen Roboport bauen. Ich wollte irgendwas für hier oben noch machen. Genau, Schwefelsäure wollte ich holen. Aha, mit den... Super Untergrunddingern da. So, wie kriege ich Schwefelsäure hier raus? Das Problem hatte ich schon mal, ne? Was bist du? So, du bist die eigentliche Ausgangspipe. Da geht es hoch. Und nehmen wir doch einfach mal hier raus. So. Unterirdisch. Immer dieses eine verdammte Feld. So. Okay, das war vielleicht nicht so das beste Feld, was ich hätte nehmen können. Dahin, dahin. Ich brauche mehr davon. Und danach brauche ich mehr davon. Und dann müssen wir auf welche Höhe kommen? Hier. Da muss ich hin. Die kommen immer häufiger an die Mauern ran. Ja. Wir sollten ja eigentlich platt fahren, bevor sie mehr schnüffeln können. Aber ich denke, wenn ich jetzt losfahre, haben wir es gleich wieder Nacht und das wird doof. So, da nach da, da nach da. Hier war das schon irgendwo, ne? Ich glaube hier. Ich sollte das Ganze von oben nach unten ziehen, dann weiß ich genau, wo ich hin muss. Das ist ein Ticken einfacher. Und zwar, hier sollst du runter. Oh, ist das Rohr geil. Bis da. So, da runter, da hoch. So, fertig. Schluck. Alles nichts zu sehen. Bis da. Dunk, 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 dunk. Dunk, dunk. So, ihr braucht jetzt allerdings auch noch Plastik. Und, ich sehe keinen Platz mehr für Ärmchen. Also hier kein Problem. Hier haben wir da keinen Platz. Nee. Ja, das müssen wir anders lösen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber ich denke, so macht das mehr Sinn. So. Sieht aus wie ein Herzbypass. Du. Da, Requester Chest. Du hättest gerne da. Shift rechts.
Ja, Shift rechts, Shift links. Du hättest gerne auch 100 Plastik. Gut. Und dann brauchen wir noch die Rausleg. Ich habe mich eingesperrt. Genial. Kiste weg. Kiste hin. Shift rechts, Shift links. Okay. Requester Chest. Du brauchst das und das. Und du brauchst das. Wir haben keine roten Kisten mehr. Eins, zwei rote Kisten. Du hättest gerne von hier Shift rechts, Shift links, weil ihr braucht alle Plastik. So, Kiste, 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 Kiste. Okay, damit haben wir die Mitte hier richtig schön ausgefüllt mit tierisch vielen Wuselrohren. Sollte aber soweit alles funktionieren. Und wir sollten sie eigentlich beschränken, ne? Allesamt. Ich denke mal, zwei Stacks reichen. So. Weil sonst. Ja, okay, bei grün nicht. Grün, grün. Mach grün voll.